Willkommen bei Pflegebildung, einem Podcast rund um das Lernen im Pflegeberuf. In dieser neuen Episode geht es um das Thema One-Minute-Wonder. Und dazu habe ich ein Gespräch mit Lars Krüger vom Deutschen Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, einer der Verantwortlichen für die Umsetzung dieses informellen Fortbildungsprogramms des One-Minute-Wonders ist. Ich hoffe, es sind interessante Impulse für Sie dabei. Ja, dann begrüße ich Sie, Herr Krüger, sehr herzlich. Schön, dass das klappt. Man muss ja sagen, erneut klappt. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die wir bei unserem ersten Termin hatten, machen wir das ja jetzt noch einmal. Schön, dass wir miteinander sprechen können zum Thema One-Minute-Wonder. Ja, guten Morgen, Herr Professor Dr. Brühe. Ich freue mich über die erneute Einladung und dass wir heute tatsächlich dieses Thema nochmal aufgreifen dürfen. Ja, genau. Ich hatte Sie ja angesprochen, weil ich... Also einerseits finde ich, dass wenn wir über Pflegebildung reden, wir eigentlich mehr über Ausbildung immer sprechen, aber der ganze Bereich von Fort- und Weiterbildung eher immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und zum anderen finde ich das Konzept, so wie ich es von Ihnen jetzt kennengelernt habe, höchst spannend und übertragbar auf viele Bereiche. Vielleicht können, um so ein bisschen reinzukommen, auch für unsere ZuschauerInnen, was ist denn eigentlich ein One-Minute-Wonder? Und es muss ja schon was Wunderbares sein. Ja, die Idee des One-Minute-Wonders kommt nicht von mir und kommt auch nicht von der Einrichtung, der ich jetzt arbeite. Das ist das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen. Sondern die Idee ist quasi aus England nach Bad Oeynhausen herübergekommen. Und zwar ist es so, dass dort in Queen Alexandra Hospital in Portsmouth, das ist südlich von London, in einer Notaufnahme ein Team rund um Frau Dr. Joanna Robinson sich Gedanken gemacht hat, wie man Fort- und Weiterbildung in den Arbeitsalltag integrieren kann. Denn Sie kennen das sicherlich alle, Fortbildungsmaßnahmen sind natürlich völlig wichtig im Alltag, gerade im Notfallsettings, Intensivpflege oder Notaufnahme, Operationsdienst und weitere an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen, das ist für alle wichtig. Aber wir kennen alle diese stressigen Alltage im Frühdienst beispielsweise, wenn es dann danach in eine Fortbildung geht, häufig so Veranstaltungen, die dann so gegen 2 Uhr starten, also 14 Uhr nachmittags. Man hat vielleicht vorher noch eine Speise zu sich genommen, dann setzt man sich in den Fortbildungsraum. Das Thema startet, die referierende Person ist hochmotiviert, man steigt in das Thema ein und so nach 15 bis 20 Minuten wird es dann auch schon schwierig zu folgen. Die Augenlider werden schwerer und ich kenne das sowohl als Teilnehmender, aber auch als Referent. Irgendwann fängt dann so diese Zeit an, wo man alles Mögliche erzählen kann und die Teilnehmenden muss man dann irgendwie quasi bei der Stange halten, damit es noch motiviert weitergeht, weil einfach die Müdigkeit eintritt. Das ist ein ganz normaler Prozess, gerade wenn man mehrere Dienste am Stück gemacht hat. Und dann hat man sich dort, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, Gedanken gemacht, wie man Fortbildung in den Alltag integrieren kann. Und dem Team dort ist aufgefallen, dass im regulären Pflegealltag auch Wartezeiten entstehen. Da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein, wie drückt man das aus? Also es ist ja nicht so, dass Pflegende den ganzen Tag rumstehen und auf irgendetwas warten, aber manchmal sind halt einfach so feste Wartezeiten dabei, die sich nicht vermeiden lassen. Das ist im Intensivpflegebereich, aber auch in der Notaufnahme zum Beispiel am Blutgasanalysegerät. Die modernen Geräte sind sehr zügig, die benötigen so 30 bis 40 Sekunden, bis ein Analyseergebnis da ist. Aber es gibt auch etwas größere Systeme, die benötigen so 1 bis 1,5 Minuten. Und diese Zeit ist ja theoretisch eine Lehrphase, die auch manchmal wichtig ist. Man braucht ja auch kognitiven Freiraum, sich einmal kurz wieder zu besinnen. Aber möglicherweise hat man ja auch Zeit für einen kleinen Input. Und das Team dort in Portsmouth hat sich dann überlegt, dass sie Pflege, aber auch medizinrelevante Themen so zusammenkürzen, dass man die innerhalb von einer Minute erfassen kann. Wir haben quasi Poster entwickelt, die haben sie in der Nähe des Blutgasanalysegerätes aufgehangen und dort einfach mal so einen Pilotversuch gestartet. Und die Mitarbeitenden dort haben das sehr positiv wahrgenommen
diese Aushänge wurden einmal in der Woche gewechselt. Also es gab immer wieder neue, frische Themen sozusagen. Mhm. Und dieses gute Feedback, was es dort gab, wurde dann entsprechend niedergeschrieben in The Clinical Teacher, veröffentlicht. Und bei der Literaturrecherche zu alternativen Fort- und Weiterbildungsmethoden ist meine damalige Kollegin aus der Stabsstelle Fort- und Weiterbildung bei uns im Haus dann auf diese Idee gestoßen. Und wir haben es gleich mal ausprobiert bei uns im Haus. Ja, spannend. Ja, also aus dem Ausprobieren ist ja ein bisschen mehr geworden, muss man ja sagen, ne? Absolut. Also das Ausprobieren fand zunächst im Rahmen der Weiterbildung Intensivpflege-Anästhesie statt. Wir haben also viele Kooperationsschulen, Einrichtungen bei uns in der Region, wo Teilnehmende aus unserem Haus dann die Weiterbildung Intensivpflege-Anästhesie absolvieren. Und wir übernehmen dort natürlich auch Lehreinheiten. Und im Bereich Herz-Kreislauf, aber auch Diabeteserkrankung haben wir auch eine gewisse Expertise, die wir dort natürlich dann auch im Rahmen dieser Weiterbildung weitergeben möchten. Und als Modulteilprüfungsleistung ist dann 2015 das erste Mal so ein One-Minute-Wonder mit eingesetzt worden. Also die Teilnehmenden mussten jetzt nicht nur ein Poster erstellen, wobei dieses nur auch immer relativ zu sehen ist. Es ist nicht leicht, so etwas zu machen, sondern als Teilprüfungsleistung neben einem Vortrag beispielsweise. Das ist gut angenommen worden. Naja, und dann ist diese Idee so ein bisschen wieder, ich sage jetzt nicht eingeschlafen, aber eher in den Hinterhalt gerückt, weil noch andere Themen an vorderster Front standen. Und so im Jahre 2016 haben mein Kollege Thomas Mannebacher und ich das für den Intensivbereich wieder aufgegriffen und haben diese Methode etwas weiterentwickelt. Denn im Vereinigten Königreich ist es so, dass man sich überlegt hat, naja, der Platz ist groß am Blutgasanalysegerät, wir können da DIN A3-Poster aufhängen. Und das ist hier bei uns so von den Gegebenheiten des Raumes nicht möglich, sodass wir gesagt haben, wir müssen dieses Poster so gestalten, dass wir lediglich eine DIN A4-Seite haben. Die kann man natürlich auch größer ausdrucken, wenn denn der Bedarf besteht. Aber eine DIN A4-Seite muss ausreichen. Auf dieser DIN A4-Seite ist dann ein pflege- und intensivmedizinisches Thema niedergeschrieben. Es kann aber auch alle weiteren Bereiche mit erfassen, die für uns und für die Versorgung, also der Versorgung beteiligten Berufsgruppen interessant ist, darstellen. Und die entsprechenden Literaturangaben stehen immer hinten auf dem Poster drauf, sodass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, besser gesagt die Pflegenden in der Praxis, wenn sie entsprechend weiterführende Literatur lesen möchten, dass sie das dann auch tun können, indem sie einfach das Poster aus der Halterung nehmen und einmal auf der Rückseite schauen, welche Literaturangaben da sind. Quasi ähnlich wie bei einem guten Fachbuch, da ist die Literatur auch immer eher so zum Schluss angegeben. Spannend. Und das heißt, ich finde eigentlich auf einer Seite die wesentlichsten, also Dinge zu einem Thema. Was sind das so für Themen? Was kann man sich da so drunter vorstellen? Das ist ganz breit aufgestellt. Also wir sind zunächst mit intensivpflegerelevanten Themen gestartet. Das ist dann bei uns sowas wie zum Beispiel die Thoraxdrainage. Also der Thoraxdrainagen-Sammelbehälter, wie ist der überhaupt aufgebaut? Was ist eigentlich das Wasserschloss? Wie hoch wird der Sog dort eingestellt? Jetzt hier bei uns im Haus, das sind ja manchmal auch hausspezifische Vorgaben oder einrichtungsspezifische Vorgaben. Und wie funktioniert das ganze System eigentlich? So ganz simpel. Oder neue Reanimationsleitlinien. Was sagen die eigentlich zum Thema protektive Kühlung von Menschen? Was muss man da beachten? Gibt es da Neuerungen? Oder Studienerkenntnisse oder Ergebnisse aus Studien, die gemacht wurden? Oder was ist eine Pflegekammer? Also das Thema Pflegekammer ist ja aktuell wieder in aller Munde. Es wird dann teilweise darüber abgestimmt, soll die fortbestehen bleiben oder nicht. In Rheinland-Pfalz wird darüber abgestimmt, wie die neue Konferenz sich zusammensetzen soll. Also wird eine Wahl wieder stattfinden. Aber in der Praxis bemerkt man häufig, dass nicht allen Pflegenden wirklich bewusst ist, wofür eine Kammer da ist. Jeder hat seine Meinung dazu, das ist völlig okay. Es geht auch nicht darum, politische Einflussnahmen über einen One-Minute-Wonder zu generieren, sondern lediglich darüber aufzuklären. Was ist jetzt eine Pflegekammer? Was haben die überhaupt für Aufgaben? Und wie da jeder dazu steht, muss ja auch jede Person für sich selbst entscheiden. Oder dann im Verlauf, so wie Sie es hier hinter mir sehen, ein One-Minute-Wonder zum Thema Pupillenkontrolle. Jeder Pflegefachperson ist die Wichtigkeit der Pupillenkontrolle bei Patientinnen und Patienten, die analgosediert sind, also quasi im künstlichen Koma, sind absolut deutlich und es ist wichtig, darauf zu achten. Aber wie sehen eigentlich jetzt welche Pupillen aus und wie bezeichnet man das Ganze? Das wird über dieses Poster, was Sie hier hinter mir sehen, einmal kurz dargestellt. Und wir hatten dann
als wir das auf der Intensivstation eingeführt haben, einen Pool generiert von insgesamt 60 Postern. So kam es dann damals dazu, dass wir schon gesagt haben, wir möchten das gerne auf einer Abteilung pilotieren, aber uns würde auch einfach mal interessieren, nutzen die Pflegenden das denn überhaupt? Also so schön, das da hinzuhängen, man kann dann so gucken, ach, da steht wieder jemand aus dem Kollegium und liest sich das durch, super, oh, es gibt wieder ein Feedback. Aber wie sieht das eigentlich die Masse der Pflegenden innerhalb einer Abteilung? Dann haben wir damals, als wir einen Pool von 60 Postern entwickelt hatten, gesagt, gut, wir machen jetzt einen Pilotversuch über ein halbes Jahr. Wir wechseln einmal die Woche die Poster und haben bei uns in der Abteilung zwei Orte quasi ausfindig gemacht. Das ist einmal das Blutgasanalysegerät, da entsteht unweigerlich Wartezeit, und die PatientInnen-Teeküche, in der natürlich auch eine Mikrowelle vorhanden ist. Und unsere Abteilung mit insgesamt 23 Planbetten ist relativ groß, sehr weitläufig. Dann muss man sich gut überlegen, wenn ich jetzt gerade eine Speise für 2 bis 3 Minuten erwärme, ob ich dann von dieser Mikrowelle wieder ganz in mein Zimmer zurücklaufe oder ob ich kurz stehen bleibe und die warme Speise mitnehme. Dann habe ich wieder Zeit, wenn ich es denn möchte und auch kognitiv gerade bereit bin, wieder etwas Neues zu lesen. Ja, gesagt, getan. Wir haben das ausgehangen, haben dann damals in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück im Studiengang Pflegewissenschaft einen kleinen Fragebogen entwickelt, sodass man das quasi auch mit einer Modulprüfung im pflegewissenschaftlichen Praxisprojekt verknüpfen konnte. Und dabei kam heraus, dass von den teilnehmenden Pflegenden in unserer Abteilung rund 45% gesagt haben, ja, ich kann mich in der Praxis an die Inhalte von so einem Poster erinnern. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen. Also Beispiel, ich habe da etwas über den arteriellen Mitteldruck in der Blutdruckkurve erfahren und ich habe erfahren, wie man diesen Mitteldruck ausrechnet. Der Monitor zeigt einem ja nur die Zahlen und nicht den Rechenweg. Und jetzt stehe ich am PatientInnenbett und kann das besser nachvollziehen, warum die Dinge so sind und was mir das jetzt aussagt. Und das war für uns damals ein großer Erfolg, weil wir gesagt haben, naja, wenn vielleicht so 10% uns zurückmelden, dass sie das gut finden, dann wären wir ja schon sehr zufrieden. Aber mit den rund 45% haben wir nicht gerechnet. Und so kam dann so ein kleiner Stein ins Rollen, dass wir zunächst gesagt haben, wir bereiten das im Haus zunächst auf der Intensivabteilung weiter aus, haben dieses Ergebnis dann auch veröffentlicht. Dann kamen Anfragen aus anderen Häusern und Einrichtungen. Und mittlerweile ist da ein ganzes Netzwerk daraus entstanden, worüber wir uns auch sehr freuen. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil das ist ja auch unglaublich spannend. Aber das heißt ja, das ist ja schon eine Breite an Themen, also sehr, sehr praxisnah zum einen, also was ja auch mit eigenen Pflegehandeln dann zu tun hat, wo man sich dann daran erinnern kann. Und so ein bisschen ist das ja auch darüber, dass diese informelle Fortbildung sympathisch machen. Und sie jubeln den Leuten ja auch Themen unter. Also wenn sie jetzt über die Pflegekammer auch einen Aushang machen, also das meine ich jetzt nicht negativ unterjubeln, sondern eher etwas, ich sag mal so, das, was mir bekannt ist, ist, dass die Gruppe der Pflegenden nicht gerade breit da drin gut aufgestellt ist im Lesen von Fachliteratur oder Zeitschriften. Also bei der Anzahl von Pflegenden müsste die Schwester der Pfleger, könnte ja auch eine viel größere Auflage haben. So. Aber was sie ja machen damit, ist ja auch so ein bisschen das Kaleidoskop pflegerischer, also für Pflegeberuf relevanter Themen aufzumachen und politische Bildung eigentlich auch zu betreiben für die Pflegenden, oder? Also uns geht es vor allem darum, in gewissen Bereichen einfach aufzuklären und Angebote zu schaffen. Also Sie hatten das ja eben schon angesprochen mit der Zeitschrift Schwester Pfleger. Ja, die hat nicht jede Fachperson abonniert, auch bei Fachzeitschriften wie beispielsweise die Pflegenintensiv oder die Intensiv. Die sind nicht von allen Pflegenden im Intensivpflegebereich abonniert worden. Das wird unterschiedlich begründet und das muss, wie gesagt, auch jede Fachperson für sich einfach auch entscheiden. Das ist okay. Wenn man das nicht möchte, ist das völlig in Ordnung. Manchmal hängt es ja auch in Kombination zusammen mit, ich bin Mitglied beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienst und dann bekomme ich automatisch die Zeitschrift Intensiv oder ich bin Mitglied der FK und bekomme die Schwester der Pfleger. Das hat ja manchmal auch so diese Hintergründe. Aber letztendlich sind wir damals, als wir mit diesen 60 Postern an den Start gegangen sind, erstmal mit einem Grundpool reingegangen, wo mein Kollege Thomas Mannebach und ich uns überlegt hatten, das könnte für die Praxis interessant sein.
Aber, da muss ich noch ergänzen, für uns ist nach wie vor immer wichtig, dass das Ganze als Bottom-up-System verstanden wird. Das heißt, es soll nicht so sein, dass ich irgendwie in meinem Kämmerlein sitze und mir irgendwelche Ideen dann tatsächlich zu Papier bringe, sondern jede Pflegefachkraft, jede Kollegin und jeder Kollege aus dem ärztlichen Dienst und alle an der Versorgung von unseren Patientinnen beteiligten Berufsgruppen ist eingeladen mitzuwirken. Also wenn jemand aus der Praxis oder aus dem Funktionsdienst sagt, dieses Thema finde ich hochinteressant oder ich bin gerade in der Weiterbildung und wir behandeln dies und jenes, das würde ich gerne mal zu Papier bringen oder ich bin gerade im Studium, was wir auch hier und da mal haben. Wir haben über Qualitätsentwicklung in der Pflege gesprochen und ich habe mir dann erstmal wirklich richtig vor Augen führen können, was heißt überhaupt Pflegequalität für den Patienten oder den Patientinnen, die ich hier vor mir habe. Vielleicht ist es für die total hochrelevant qualitativ, dass die ihren Bart weiterhin pflegen können, wo ich als Pflegefachperson sage, naja, aber der Bart muss doch rasiert werden, weil ich doch einen Verband anlegen möchte. Das möchte ich mal irgendwie darstellen. Was ist überhaupt Qualität? Wie wird das definiert? Was bedeutet das? Oder im Bereich Expertenstandards. Was sind überhaupt Expertenstandards? Wie werden die entwickelt? Das ist eine super breite Themensparte, die man dort auch vorstellen kann. Und da ist jede Person eingeladen, mitzuwirken. Und wir sind letztendlich dann eher so in der Rolle der Person, die das Ganze unterstützen, begleiten. Also wenn ich das erste Mal so ein Poster generiere, ist es sehr schwierig, das Thema so runterzubrechen, dass es wirklich auf eine Seite passt. Weil ich kann ja auch eine ganze Fülle von Themen dort anbieten, die ich dann nur als Teilausschnitt präsentiere. Also beispielsweise aktuell ist die extrakorporale Membranoxygenierung, kurz ECMO, häufig angesprochen, diskutiert worden, gerade im Rahmen des Lungenversagens aufgrund der SARS-CoV-2-Infektion. Und da können Sie unmöglich dieses ganze Thema auf einer Seite präsentieren. Aber da können Sie hin und sagen, die Einheit, die quasi das Blut mit Sauerstoff versorgt, der sogenannte Oxygenator, den stelle ich jetzt einmal dar. Was passiert da drin überhaupt? Wie ist das aufgebaut, dieses Produkt? Und schon haben Sie aus einem großen Thema ein kleines gemacht, was Sie darstellen, wie eben auch beispielsweise der Thorax-Drainagenkasten, in dem quasi das Sekret gesammelt wird. Sie stellen nicht die kompletten Drainagenpaletten dar, sondern lediglich einen kleinen Teilbereich. Das muss man ein wenig üben und da habe auch ich meine Zeit für gebraucht, Dinge auch wirklich mal ganz kurz und bündig zu präsentieren. Und dabei braucht man auch ein wenig Unterstützung. Und deswegen ist es wichtig, dass in jeder Abteilung, in denen Minute-Wonder eingesetzt werden, irgendwie so ein bis zwei Personen, das muss man individuell für sich klären, einfach da sind, um Mitarbeitende in dieser Abteilung auch zu unterstützen, wenn denn so ein Poster erstellt wird. Ja, das ist ja auch sowas, deswegen auch schon etwas sehr, sehr Fokussiertes. Also es ist ja, ich habe, wo Sie gerade Expertenstandards sagen, das ist ja auch unglaublich breit. Nur ja. Einen Expertenstandard nehmen, den kriegen Sie ja auch nicht auf eine DIN A4-Seite irgendwie. Auch noch optisch so dargestellt, dass es nicht nur eine Bleiwüste ist oder Textwüste ist. Das ist ja schon, das sind ja spannende didaktische Überlegungen, die man dann letztlich treffen muss. Ne? Wo man, wenn man sich für einen Aspekt entscheidet, für den Aufbau eines Gerätes, lässt man ja gleichzeitig viele andere außen vor. Und das muss man ja auch überlegen, wie das, was macht da eigentlich jetzt Sinn? Oder muss ich da mehrere Poster draus machen, die dann immer wieder mal sozusagen dann, also sich abwechseln? Hm? Ja. Ja, quasi so eine Posterserie zu einem gewissen Thema. So was haben wir zum Beispiel zum Bereich Primary Nursing gemacht. Da gibt es ja so vier Grundprinzipien, unter anderem auch die direkte Kommunikation und ein Poster von diesen vier oder von dieser Viererreihe war dann die direkte Kommunikation. Was bedeutet das überhaupt? Und so etwas kann man natürlich dann nochmal grafisch bekräftigen, indem man ein Vier-Ohren-Modell, wir kennen das alle, von Schulz von Thun mit darstellt. Also was heißt überhaupt Kommunikation? Wie kann das wahrgenommen werden? Dass man dieses Ganze einmal ja ein wenig umrahmt und dann ist das Poster tatsächlich auch schon voll. Und wie Sie schon sagten, man muss es didaktisch sich gut überlegen, wie man es aufbaut. Und wenn Sie es so aufbauen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was jetzt keine Kritik an dieser Zeitung ist, um Gottes Willen, aber wenn Sie reinen Fließtext auf dieses Poster abdrucken und das hinhängen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand, der davor steht, liest, sicherlich nicht so hoch, als wenn Sie es grafisch noch nett bearbeiten, vielleicht ein Cartoon noch mit einfügen. Natürlich muss man da auch wieder die Abdruckgenehmigung berücksichtigen. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und Copy-Paste aus dem Internet vollziehen, sondern ich muss schon schauen, habe ich dafür überhaupt die Rechte oder muss vielleicht
die Urheber oder die Urheberin einmal anschreiben, ob ich dieses Produkt, diese Grafik mit benutzen darf. In der Regel, das haben wir auch schon ein oder andere Mal gemacht, gibt es da entsprechend auch positive Rückmeldungen, dass sie dann sagen, ja, ne, sie dürfen das mit nutzen. Also beispielsweise die Cartoons von MediLearn, die vielen in der Medizin und Pflege bekannt sind, die ja vieles so aus dem klinischen Alltag der Notfall- und Rettungs- aber auch Intensivmedizin manchmal so ein bisschen auf die Schippe nehmen, sorgt immer wieder für Schmunzler. Und auch dort haben wir nachgefragt, ob wir das nutzen dürfen für One Minute Wonder. Wir haben uns sehr gefreut, dass es ein positives Feedback gab. Und wir setzen selbstverständlich die entsprechenden Links immer mit in die Literaturlisten ein, sodass alle Pflegenden, aber auch weiteren Lesenden sehen können, wo wir die Cartoons her haben, dass wir dazu auch die Berechtigung haben. Ja, und ich gucke jetzt gerade auf das Poster hinter Ihnen sozusagen. Das ist ja auch so, Sie haben es ja nicht ohne Grund dahin gehängt sozusagen oder dieses ausgewählt, ne? Ich finde, das macht ja das auch nochmal so deutlich, grafische Elemente mit Farben zu arbeiten, damit man etwas, was in der Abbildung ist, im Text wiedererkennt, mit Grün und Rot zu arbeiten, ne? Das ist ja, auch wenn ich das jetzt nicht lesen kann, was da hinten steht, aber es ist klar, grün ist, so ist es richtig, mach das so oder ne, das ist wichtig und rot ist, meide, das ist nicht richtig oder das ist schwierig. So, und das sind ja Dinge, die man ja auch relativ schnell, wenn ich am BGA-Gerät oder an der Mikrowelle stehe, eben auch erfassen kann. Und ich denke ja auch, wenn das ist ja am eigenen Arbeitsplatz und das hängt da ja nicht für 60 Minuten. Das hängt da ja etwas länger. Das heißt, ich bin vielleicht häufiger an der Mikrowelle, häufiger am BGA-Gerät und kann ja immer wieder mal Aspekte sozusagen angucken, sodass ich dann über die Dauer für mich auch das erschließt sozusagen, ne? Genau, also die Empfehlung aus England von dem dortigen Team war damals, wöchentlich ein neues Poster auszuhängen. Und in unserer Evaluation, die wir dann hier im Jahre 2016 durchgeführt haben, kam heraus, dass die meisten Pflegenden schon gerne 14-tägig hätten. Wir haben dann für uns natürlich überlegt, warum jetzt 14 Tage? Vielleicht hängt es möglicherweise damit zusammen, dass wir natürlich auch Pflegende in Teilzeitbeschäftigung haben. Und wenn sie dann wöchentlich immer wieder etwas Neues aushängen, ist es möglicherweise so weit, ja, doch, dass entsprechend nicht alle Pflegenden die Chance haben, die Poster alle zu lesen. Na klar, man kann die in Ordnern abheften, nachschlagen, man kann es digital nochmal anbieten. Aber wenn es dort hängt, wenn ich gerade mögliche Wartezeiten habe, ist es ja doch immer noch mal etwas charmanter. Und so ist es auch mit den Themen, also im Rahmen der Evaluation, die wir damals durchgeführt haben, aber auch in Folgeevaluationen aus dem Jahr 2018 beispielsweise, auf allen Intensivstationen hier im Haus, haben wir immer auch mitgefragt, welche Themen sind denn relevant für die Pflegenden dort vor Ort. Natürlich nicht nur für Pflegende, aber die Evaluation bezog sich jetzt auf Pflege, sodass wir dort einen neuen Themenpool generieren konnten, aber auch festgestellt haben, das, was wir bisher dort angeboten haben, damit sind wir auf einer ganz guten Spur unterwegs. Also das können wir weiter ausbauen, nochmal mehr nach rechts und links schauen. Also ein BGA-Gerät beispielsweise sollte viel auch zum Thema Blutgasanalyse hängen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn ich dort stehe, meine Analyseergebnisse bekomme und dann gleichzeitig noch theoretischen Input erhalte zu einem Ergebnis, dann ist das durchaus hilfreich. Ja, und da sind wir immer wieder regelmäßig am Ball, um das wieder neu zu monitoren, dass die passenden Themen dort dann auch ausgeschlagen werden. Ich finde ja, dass das auch was Reizvolles ist weil es geht ja letztlich um das Bündeln von Wissen, von Fakten, von Gegenständen. Das Bündeln, ja, also diese didaktische Reduktion könnte man ja im Pädagogensprech sagen. Das ist ja auch etwas, was man doch auch gut in Verbindung mit, oder mir kommt da der Gedanke, dass man das auch in Verbindung mit zum Beispiel einer Pflegeschule, der Weiterbildungseinrichtung und so weiter. So ging das ja bei Ihnen auch los mit der Weiterbildung, ja auch verankern könnte. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn ich jetzt mal aus dem Bereich der Weiterbildung denke, dass das für WeiterbildungsteilnehmerInnen bestimmt auch interessant ist, wenn sie nicht nur etwas produzieren, weil das verlangt wird, damit man eine Note bekommt, sondern dass man etwas produziert, was auch noch in dem Sinne eine Praxis
Relevanz hat und damit ja letztlich im besten Sinne handlungsorientiert ist, indem man weiß, auf der Intensivstation wird das hängen. So. Genau, das ist immer auch so mein persönliches Ziel gewesen, sowohl in der Weiterbildung als auch im Verlauf des Studiums, dass ich nicht Dinge produziere für die Schublade, um jetzt nur eine Note zu bekommen, sondern dass ich es irgendwie in der Praxis auch verwenden kann, weil ich finde halt, dann macht es noch deutlich mehr Spaß, wenn ich es hinterher auch sehe, es kann eingesetzt werden, was ich da vielleicht theoretisch erarbeitet habe. Ja. Und endlich ist es so, bei, wenn Sie ein One-Minute-Wonder erstellen, müssen Sie Themen zusammengefasst, kurz komprimiert darstellen. Das ist häufig das, was viele Menschen auch als Lernstrategie für sich benutzen. Also ich habe meinen ganzen Leitsordner voll mit Vorlesungsunterlagen oder mit Unterrichtsunterlagen aus meiner Weiterbildung. Die muss ich jetzt irgendwie reduzieren, damit ich das für eine Klausur oder für eine mündliche Prüfung lernen kann. Was mache ich? Ich fasse es irgendwie zusammen mit eigenen Worten zum Teil, male mir eigene Grafiken, Schaubilder, in denen ich mir Dinge erkläre in Form eines Mindmaps, wie auch immer. Und da sage ich zu denjenigen, die sich in diesem Prozess befinden, das ist wunderbar, dass ihr das gerade alles so schön macht. Lasst es uns doch gleich ein Poster mit abdrucken und uns überlegen, ist es so für alle diejenigen, die es lesen, auch nachvollziehbar? Also jeder hat ja immer so seine eigenen Gedankengänge, wie er sich was niederschreibt. Nicht alle anderen Personen verstehen das dann auch, aber häufig sind Grafiken, die selbst erstellt wurden, um Dinge zu verstehen, auch sehr gut, um anderen Personen etwas zu erklären. Das wägen wir dann immer wieder ab und drucken genau diese Teile, diese Darstellung, diese Abbildung dann entsprechend auf ein Poster. Das wird häufig eingesetzt und das ist ja ein Lernprozess, nicht nur für diejenigen, die es für sich und ihre Weiterbildung oder ein Studium entwickeln, sondern auch für alle anderen hinterher, die sich daran fortbilden möchten. Mhm. Sie können natürlich, das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal angesprochen, nicht alles auf einem Poster abbilden. Sie können mit diesem Poster auch nicht Fort- und Weiterbildungsmethoden anderer Art ersetzen. Workshops, Ganztagsseminare oder Blogwochen zu verschiedenen Themen haben ihre Berechtigung, die müssen auch bleiben. Aber Sie können mit One-Minute-Wonder punktuell Anreize in der Praxis schaffen, wo dann Pflege, die vielleicht auch fortbildungsmüde geworden sind über den Laufe der Jahre, das gibt es ja durchaus auch, ist zum Teil ja auch nachvollziehbar, mit gewissen Hintergründen immer wieder Themen erwecken und die Menschen dazu motivieren, sich vielleicht doch das eine oder andere nochmal anzuschauen. Ja, das kann ja auch Lust machen. Also sozusagen, weil es was Interessantes ist, was das zwingt mir ja niemand auf, sondern das hängt da und was ja letztlich dann die Fortbildung, also formale Veranstaltung ja für Möglichkeiten bieten, ist ja das, was das Poster nicht bietet, nämlich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Also wenn es, deswegen, ich denke ja auch immer bei diesen 90 Minuten Fortbildungsveranstaltungen, wenn da einer 80 Minuten einen Vortrag hält irgendwie, Gott, dann lasst uns doch lieber zwei One-Minute-Wonder angucken, da haben wir wahrscheinlich mehr von gelernt, als mit schläfrigen Augen irgendwie nach dem Frühdienst, wie Sie ja vorhin schon so sagten, mir da was anzuhören. Aber ich glaube, dieser Dialog, dieses, was habe ich denn für Erfahrungen gemacht, stellen sich mir für Fragen, dafür sind diese Veranstaltungen wiederum gut. Und da kann so ein One-Minute-Wonder ja letztlich auch ein Anreiz sein, zu sagen, so, da will ich jetzt auch mehr wissen. Gibt es denn da eine Fortbildung für? Eigentlich wäre das doch auch nett, ein QR-Code auf das Poster mit der Information zur Fortbildungsveranstaltung, die in der IWF läuft. Da gibt es tatsächlich Einrichtungen, die machen das schon, die es auch sehr früh schon eingesetzt haben. Wir waren da bisher immer etwas zurückhaltend. Ja, zum einen ist es in der Intensivpflege, Intensivmedizin so, dass immer wieder kritisch diskutiert wird, inwiefern haben mögliche Strahlungen, die vom Mobilfunktelefonen ausgehen, einen Einfluss auf die Medizinprodukte, die dort eingesetzt werden. Da gibt es Menschen, die sagen, es sollte alles normal, gar kein Problem, das müssen die Geräte abkönnen. Dann gibt es manchmal aber auch die andere Seite, die sagt, nein, um Gottes Willen, ich bin jetzt kein Medizintechniker, ich kann da keine finale Stellungnahme zu abgeben. Ich denke, grundsätzlich muss man Bedenken diesbezüglich ernst nehmen. Aber also das ist auch so der Hintergrund, warum wir in der Praxis eher zurückhaltend sind mit Mobiltelefon. Aber grundsätzlich ist das natürlich machbar. Also das heißt ja nicht, dass Sie die One-Minute-Wonder nur auf der Intensivstation einsetzen. Sie können die ja überall in Ihrer Einrichtung einsetzen. Nicht im Sinne von, wir tapezieren jetzt die Wände alle voll, dann haben wir nämlich auch keinen Anreiz mehr, dann ist es nichts Besonderes mehr. Genau. Aber Sie können beispielsweise ein One-Minute-Wonder auch am Fahrstuhl aushängen, was ja möglicherweise dann auch für
BesucherInnen interessant ist, zum Thema Händedesinfektion, zum Thema aktuelle hygienische Verordnungen, wie auch immer. Und wenn Sie dort einen QR-Code mit abbilden und die BesucherInnen gehen dann mit ihrem Smartphone hin, scannen diesen QR-Code ab und kommen dann auf entsprechend weiterführende Links. Warum nicht? Das spricht überhaupt nichts dagegen. Das muss man einrichtungsintern immer noch einmal klären, was ist möglich, was können wir dafür freigeben. Aber grundsätzlich weiß ich, dass das auch im Sinne des Netzwerks schon einige Einrichtungen tatsächlich so umsetzen. Das funktioniert. Ja, da haben Sie natürlich recht, das ist mit den Medizinprodukten, also da die Intensivstation ist ja eine Ansammlung von technischen Geräten irgendwie, deren akkurates Funktionieren natürlich zwingend notwendig ist. Das kann ich verstehen, dass man da Bedenken hat. Da sieht man mal, wie schnell man ja mit sowas heute am Denken ist. Aber es gibt ja auch noch das, periphere Stationen, sagte man ja immer irgendwie. Also ich habe das immer als Krankenpfleger abgelehnt, diese Bezeichnung, als ob meine innere Station peripher wäre. Ja. Aber also die anderen Stationen, in denen sozusagen kein so ein Gerätepark sozusagen notwendig ist, wo sicherlich nochmal ein anderes Handling stattfindet mit Mobilgeräten. So, aber das bietet ja unglaublich Chancen. Also das absolut. So, und das ist ja das Spannende. Und interessant aber auch, wie Sie das ja auch sagten, das kommt aus diesem Bereich vor allem der Intensivpflege. So, dass dieser Bereich so eine Vorreiterrolle da spielt, das finde ich total spannend. Ich denke, das hat einfach den Ursprung, dass es in der Notaufnahme des Queen Alexandra Hospitals entwickelt wurde und darüber halt auch ja in die Intensivpflege weitergetragen wurde. Wir haben es zunächst Weiterbildungslehrgang Intensivpflege Anästhesie getestet. Gut, ich bin jetzt seit über 14 Jahren in Intensivpflege verortet. Dementsprechend habe ich es natürlich, weil ich dort verortet bin, auch dort mit hineingetragen. Und wir haben dann im Rahmen des Ausrollens in der eigenen Einrichtung natürlich auch zunächst die Intensivstation genommen. Da hat man die nächste Bindung zu. Das heißt nicht, dass die Allgemeinpflegeeinheiten irgendwie zu weit weg sind oder man sich dort nicht, ich sag mal, drum kümmern möchte, um Gottes Willen. Das haben wir schon einrichtungsintern dann auch besprochen, wie wir am besten vorgehen, um ein vernünftiges Ausrollen auch zu ermöglichen. Und uns war wichtig, dass das nicht wie so ein Stempel einfach von oben oder eine Gießkannenprinzip, wir machen das jetzt mal einfach überall und ihr macht bitte alle mit, kommt, sondern dass die verschiedenen Abteilungen auch sagen, ja, wir haben da Interesse dran, wir wollen das. Wir schauen uns das mal an, was ihr da bisher so gemacht habt. Das war halt zunächst alle Intensivstationen hier bei uns im Haus, wo wir dann im Rahmen einer Evaluation von im Jahre 2018 durchgeführt haben, auch rund 350 Pflegende befragt haben. Das ist schon auch eine große Personengruppe, die dort verortet ist. Ja, und ich denke, was im Intensivbereich natürlich sicherlich nochmal ein anderer Druck da ist. Es sind immer neue Geräte, es sind neue Therapien, es muss sozusagen wahrscheinlich, denke ich, sehr oft neues Wissen auch schnell bekannt sein. Und vor allem geht es darum, in den Drucksituationen, die ja dann von denen, also die, wovon Intensivpflege ja letztlich auch sehr geprägt ist, dass man schnell korrekt handelt sozusagen. Und da ist wahrscheinlich dieses die Auseinandersetzung, also das Erkennen der Notwendigkeit, ich muss mich mit neuen Themen einfach, mit diesem Gerät oder mit der Therapie einfach nochmal auseinandersetzen, sicherlich nochmal ganz anders als im allgemeinpflegerischen Bereich, wo auch Neuerungen sind, aber wahrscheinlich nicht in diesem Maße und die Pflegesituation selbst auch nicht mit diesem schwebenden Notfall begleitet werden. Ne? Genau, das ist sicher so. Ich habe in der Allgemeinpflege außer meiner grundständigen Ausbildung keine spezifische Expertise. Daher ist es für mich auch schwer, dafür eine allgemeine Aussage zu treffen. Aber wir sind natürlich einrichtungsintern mittlerweile sehr, also vorher auch schon, aber auch im Rahmen der One-Minute-Wonder, wir haben so ein klinikinternes Netzwerk, sehr, sehr eng vernetzt, dass man dort halt auch entsprechende Angebote schafft, wenn die Abteilungen daran Interesse haben. Und dieses Thema auch zum Beispiel im Rahmen der grundständigen pflegerischen Ausbildung mit berücksichtigt, also dass man sowas als Praxisauftrag beispielsweise mal anbietet. Das ist alles noch im Aufbau, das Angebot besteht. Und da muss man natürlich auch hier immer schauen, dass es strukturiert
entsprechend weitergegeben wird. Die Praxisanleitenden sind da zum Teil auch schon geschult worden. Und dann schauen wir jetzt mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin da sehr optimistisch. Ja. Ich möchte gleich nochmal auf das Netzwerk zu sprechen kommen. Aber vorher, was würden Sie denn pflegenden Einrichtungen empfehlen, die jetzt gerne anfangen würden, mit One-Minute-Wonder zu arbeiten, sich dem zu nähern? Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflege. Wie können die dann Anpack finden? Was ist wäre wichtig zu beachten auch? Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn es wirklich für einen Bereich, eine Abteilung, das hängt jetzt natürlich von der Einrichtung ab, immer ein, vielleicht auch zwei Personen gibt, die zuständig sind für dieses Thema One-Minute-Wonder. Das ist jetzt keine Aufgabe, die beispielsweise einen Umfang hat, wie einen Dienstplan zu schreiben, sondern es ist eine Aufgabe, die ja quasi by the way mitlaufen kann. Es ist aber wichtig, dass jemand einfach ansprechbar ist. So, welches Poster hänge ich jetzt in meiner Abteilung, wo, für welchen Zeitraum aus? Ne? Vielleicht macht es auch Sinn, mal zu evaluieren, was ist denn in unserer Abteilung sinnvoll, also eine kleine Befragung zu starten. Das Ganze muss natürlich vorher einmal offiziell eingeführt werden. Dazu bieten sich beispielsweise ja Mitarbeitendenbesprechungen an. Manche nennen es ja auch Abteilungsbesprechungen, Stationsbesprechungen, dass man das mal vorstellt. Wichtig ist natürlich auch, dass Pflegende, aber auch weitere an der Patientinnenversorgung beteiligten Berufsgruppen mit eingeschlossen werden. Das heißt, bei uns ist es primär aus der Pflege herausgewachsen, hat aber nie die Bedeutung gehabt, dass der ärztliche Dienst beispielsweise oder der psychologische Dienst dort nicht mit beteiligt werden darf. Sondern wir haben es eher so gesehen, einer muss so ein bisschen den Hut aufhaben und sich um die Thematik kümmern, wo die Fäden alle zusammenlaufen. Das ist bei uns halt die Pflegenden, aber alle anderen Berufsgruppen sind natürlich herzlich eingeladen. Und dann geht es entsprechend weiter. Und die Frage, die man sich als erstes mitstellt, ist, wie baue ich denn überhaupt so ein Poster auf? Und Sie hatten eben das Netzwerk angesprochen. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt Netzwerkseite. Und auf dieser Netzwerkseite findet man hilfreiche Tipps, wie man so ein Poster aufbaut. Es gibt Verlinkungen zu Einrichtungen, die bereits mit One Minute Wonder arbeiten und die Poster, die sie selbst erstellt haben, kostenlos zur Verfügung stellen. Das machen wir auch. Nur bei uns ist es so, wir haben nicht alles zum Download angeboten, sondern wir handhaben es so, man schreibt uns einfach eine E-Mail, dass man Interesse hat, dass man sich für diese und jene Poster mit den verschiedenen Schwerpunkten interessiert. Von uns gibt es dann eine zeitnahe Rückmeldung und die Poster, die gewünscht werden, schicken wir als PDF-Datei mit. Die können einfach ausgedruckt werden und in der Praxis ausgehangen werden. Und der Vorteil dabei ist, man braucht selbst erstmal relativ wenig Ressourcen investieren, weil man mit dem arbeiten kann, was schon da ist. Dann einfach mal schauen, welches Thema ist für mich relevant. Kann ich das so wie die Klinik Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen oder Universitätsklinikum Schleswig-Holstein das ausgearbeitet haben? Und wenn ja, wenn das für mich alles so passt, einfach aushängen und schauen, wie es in der Praxis ankommt, vielleicht einmal evaluieren und dann nach und nach mit einer eigenen Erstellung starten. Wir haben hier und da, wie gesagt, auf der Homepage Tipps gegeben, haben im Jahre 2019 in der Zeitschrift Padua auch einen kleinen Übersichtsartikel zu dem Thema geschrieben, also wie gestalte ich optimal ein One-Minute-Wonder. Und natürlich kann man, das ist der große Netzwerkgedanke, auch einfach mit uns zum Beispiel in Kontakt treten. Sagen, ich habe das jetzt vor, was muss ich denn beachten? Da gab es hier und da auch schon mal einen Anruf beispielsweise, dann kann man sich kurz am Telefon einmal austauschen. Und in der Regel versuchen wir natürlich immer auch zu unterstützen, wenn dies möglich ist. Bisher gab es da positive Feedbacks zu. Ja, das ist doch schön. Das heißt, man muss dann nicht allein auf weiter Flur sein, sondern kann sich an Leute wenden, die da auch schon einfach sich selbst auch auf den Weg gemacht haben und in Kontakt sind. Ne? Genau. Da ist so ein Netzwerk sicherlich auch ganz hilfreich. Ne? Der Netzwerkgedanke lebt ja von diesem Geben und Nehmen. Das ist ja sozusagen so was Gegenseitiges. Wer ist denn daran beteiligt, jetzt schon an diesem One-Minute-Wonder-Netzwerk? Sehr viele Einrichtungen und Einzelpersonen. Also wir sind gestartet tatsächlich damals mit dem Herz- und Diabeteszentrum und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, federführend durch Herrn Dr. Peter Nüdahl, der das dort mit begleitet. Und dann ist das über die letzten 2,5, knapp 3 Jahre stetig gewachsen. Und wir sind mittlerweile zwischen 350 und 400 Einrichtungen und Einzelpersonen, die am Netzwerk mitwirken. Manche sehr aktiv. Aktiv heißt, wenn ich eigene Poster erstelle und sage, die können auch andere Einrichtungen von mir bekommen, dann schicken diese Personen mir eine E-Mail
legen die Poster quasi als PDF-Datei mit in den Anhang, schreiben einen Zweizeiler dazu, dass diese auch für andere Einrichtungen freigegeben sind. Und in dem quartalsweise erscheinenden Newsletter, also Newsletter darf man es offiziell nicht nennen, weil wir auch mit datenschutzkonformen Richtlinien natürlich arbeiten, die wir zu berücksichtigen haben. Wir nennen das Ganze Update-E-Mail, die dort dann an alle Einrichtungen und Einzelpersonen, die dem zugestimmt haben, versendet wird. Das heißt, jetzt Ende März zum Beispiel wieder gibt es eine Update-E-Mail von uns mit aktuellen Themen rund um das Thema UMW. Dort sind dann manchmal auch Anfragen aus anderen Einrichtungen drin, dass sich beispielsweise Personen melden, die gerade im Studium sind, in verschiedensten Fachrichtungen, also sowohl im Managementbereich, wissenschaftlichen Bereich, aber natürlich auch pädagogischen Bereich, die beispielsweise ihre Bachelor-, aber auch Masterarbeiten sind schon geschrieben worden, zu dieser Thematik verfassen möchten und die dort dann Fragen einfach haben an andere Einrichtungen. Und wenn die dem zustimmen, nehmen wir diese Anfrage einfach mit in diese Update-E-Mail auf. Und da hat Person XY die und jene Frage gestellt und wir würden uns freuen, wenn Teilnehmende aus dem Netzwerk, die dort unterstützen können, sich einfach dort mal melden. Dann kann ja jede Person für sich entscheiden, ob sie die Ressourcen hat und ob sie vor allem auf diese Fragestellung, die dort entstanden ist, irgendwie so reagieren kann, dass der Person geholfen werden kann. In dieser Update-E-Mail sind halt auch entsprechende Poster hinterlegt, die offiziell für das Netzwerk freigegeben sind. Das heißt, diejenigen, die am Netzwerk mitarbeiten möchten, melden sich einfach, werden einen E-Mail-Verteiler aufgenommen. Es besteht für diese Person aber überhaupt keine Verpflichtung, irgendetwas zu tun. Also ich kann auch völlig passiv mitwirken, wenn ich sage, ja, ich interessiere mich dafür, kann da jetzt aktiv nicht viel zu beisteuern, aber ich fände es total toll, wenn ich regelmäßig neue Poster bekomme. Die kann ich nämlich in meiner Einrichtung dann auch verwenden. Und diejenigen, die die Poster halt einreichen, haben den großen Vorteil, dass das, was sie erstellt haben, nicht nur für die eigene Einrichtung da ist, sondern für alle anderen Einrichtungen auch. Und es geht mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus ins deutschsprachige Ausland, wie zum Beispiel deutschsprachige Teil der Schweiz, aber auch nach Österreich. Also wir haben zum Beispiel aktuell auch ein One-Minute-Wonder aus einer Klinik in Wien aushängen, was gemacht wurde zum Thema Basic Life Support. Ist jetzt für uns keine Neuerung, also das Thema Wiederbelebungsmaßnahmen ist gerade eine Herz- und Diabetes-Facheinrichtung absolut wichtig und ein großes Thema, wie woanders halt auch. Aber es ist didaktisch nochmal anders aufgebaut. Wir sprachen ja bereits darüber und warum nicht? Ich kann es ja aushängen, es ist wunderbar erstellt worden. Also profitiere ich von einer Arbeit, die andere Einrichtungen gemacht haben. Andere Personen, die profitieren auch von meiner Arbeit. Und so habe ich halt in der Praxis auch immer den Vorteil, dass ich nicht immer nur eigene Poster aus der eigenen Klinik anbiete, sondern auch mal etwas anderes. Das ist ein anderes Logo drauf, also nicht das Logo des Herz-und-Diabetes-Zentrums, wie Sie auch das hinter mir sehen, sondern eins aus der entsprechenden Klinik, wo es erstellt wurde. Diejenigen, die wirklich aktiv mitmachen wollen, sind dann zum Teil auch mit einer eigenen Homepage dabei. Das heißt zum Beispiel das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat quasi eine Unterseite auf der Homepage, wo sie auf das One-Minute-Wonder-Netzwerk verweisen und die eigenen Poster aber auch automatisch zum Download anbieten. Kann man als PDF-Datei einfach runterladen. Informationen gibt es dann entsprechend auf der Netzwerkseite, die mit freundlicher Unterstützung meines arbeitgebenden Betriebs entwickelt wurde. Da habe ich auch keine Expertise, eine Homepage zu erstellen, aber ich habe zum Glück ein tolles Kollegium, was das aus der Ferne unterstützt. Ja, das ist doch spannend. Also das, ich finde, es wäre ja nur gut, diese Idee weiter zu streuen irgendwie, weil es eine sehr schöne Ergänzung ist zu der klassischen Fortbildung. Vielleicht sie an manchen Stellen auch einfach schlicht ersetzt. So. Und das ist, glaube ich, auch wirklich etwas, wo, weil es um eine gute Gestaltung von und komprimierte Darstellung von Themen geht, wo man letztlich auch in Aus-, Fort- und Weiterbildung, vor allem in Aus- und Weiterbildung sicherlich da auch mit unterstützend sein kann, im Sinne von Poster auch mit erstellen. Aber ich denke, der Gedanke, den Sie vorhin sagten, ist, wie Sie bei sich vorgegangen sind, ist, glaube ich, sehr wesentlich, dieses Bottom-up-Prinzip. Es muss letztlich von den Mitarbeitenden selbst kommen, also in diesem Fall die Pflegenden. Ich glaube, in solchen Einrichtungen sind Pflegende da eher Vorreiter, weil ich glaube, wir können in Bildungsfragen eher ein bisschen über den Tellerrand gucken. Anderen Berufsgruppen, glaube ich, fällt das teilweise etwas schwerer. Das mag mit der akademischen oder wie auch immer Tradition zu tun haben, kann ich nicht beurteilen. Aber
Ist auch gut, wenn da, wie Sie das ja auch sagten, dann hier die Pflege zum Beispiel den Hut aufsetzen kann. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Aber ein Ding ist immer noch der Titel One Minute Wonder ist, Sie sagten mal, das gibt auch Einrichtungen, die das anders nennen irgendwie, ne? Die auf das Wunder verzichten. Haben Sie da im Netzwerk mal drüber diskutiert? Ja, wir haben da tatsächlich drüber gesprochen. Also bevor wir diesen Namen übernommen haben, haben wir natürlich Frau Dr. Robinson gefragt, ob das für sie in Ordnung ist. Und sie hat gesagt, klar, natürlich dürft ihr diese Fortbildungsmethode auch One-Minute-Wonder nennen. Sie hat sich sehr gefreut, dass wir diesen Namen übernommen haben. Aber es ist natürlich wichtig, da auch wegen Urheberrechten einmal in Kontakt zu gehen, neben anderem fachlichen Austausch. Aber immer mit der Prämisse, das darf nicht mit Geldverdienen zu tun haben. Und das war uns von Anfang an auch sehr wichtig. Also wir produzieren hier nicht Möglichkeiten, in die Fortbildung einzusteigen, um uns die bezahlen zu lassen. Ganz im Gegenteil, der Gedanke ist, diese Bildungsmaßnahme kostenlos zur Verfügung zu stellen für alle, die daran Interesse haben. Und das haben wir Ihnen natürlich auch so zugesichert, weil es auch exakt dem entspricht, wie wir uns das vorstellen. Und so setzen wir es auch um. Und was die Namensgebung betrifft, ja, manche Einrichtungen haben dort ihre eigenen Ideen, haben es dann beispielsweise OMF genannt für One-Minute-Fortbildung oder UKSH, das Kollegium nennt es 1MF für One-Minute-Fortbildung oder 1-Minuten-Fortbildung. Auch gut, ich habe schon Namen gehört wie 60-Seconds-Paper oder Wandzeitung oder Fortbildung to go. Es gibt ganz viele Synonyme mittlerweile, das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde es immer wieder spannend, was sich dort an Kreativität auch entfaltet. Wir bleiben dennoch dabei, dass wir es One Minute Wonder nennen, kurz OMW. Das ist der Ursprungsname und es ist auch wichtig, irgendwo die Idee und die großen, wichtigen ersten Schritte, die dort in England gemacht wurden, irgendwo zu würdigen. Und wir sind der Meinung, das tun wir auch, indem wir diesen Namen verwenden, der entsprechend auch abgesprochen ist. Ja, und ich finde, es hat auch etwas Wunderbares in dieser konstruktiven Beiläufigkeit, Dinge zu vermitteln und Leute zu interessieren. Das muss man erstmal schaffen. Da arbeiten ganze Firmen, Medienfirmen sehr heftig, um Leute zu interessieren. Und das ist etwas, was Sie ja mit den Postern sozusagen erschaffen. Das haben Sie ja in der Evaluation auch immer wieder sehen können, dass die Leute sich interessieren und gucken und es nutzen und auch sozusagen sogar noch im Arbeitsprozess daran denken. Wunderbar. Herr Krüger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich werde auf der Homepage von dem Videopodcast machen wir dann einen Link zu dem Netzwerk, zu dem Padua-Artikel kann ich auch nochmal den Verweis auch nochmal machen, dass dann die interessierten ZuschauerInnen da nochmal nachschauen können und letztlich auch mit Ihnen in Kontakt treten können, wenn Sie da gerne weiter sich informieren möchten. Ne? Sehr gerne. Also mein Kollege Thomas Mannebach hat kürzlich auch ein Kurzvideo erstellt, was zum Thema One Minute Wonder aufklärt. Das ist die sogenannte Lisa. Er hat sie Lisa getauft, eine freundliche Dame, die darstellt, wie es so zu der Entwicklung von One Minute Wonder kam und wie so etwas umgesetzt werden kann. Also ergänzend, natürlich nicht ansatzweise in der Ausführlichkeit, wie wir es hier heute besprechen durften, wird auf der Netzwerk-Homepage dort in diesem Kurzvideo nochmal einmal erklärt, was es denn mit dieser One-Minute-Wonder-Methode so auf sich hat. Also auch da natürlich eine herzliche Einladung und nochmal vielen Dank für die Einladung, für dieses Gespräch und wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Wunderbar. Ja, danke schön und dann sagen wir mal zu den Zusehenden Ade und Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, das war das Gespräch mit Lars Krüger vom Deutschen Herz- und Diabeteszentrum in Bad Hönhausen zum Thema One Minute Wonder. Ich hoffe, es waren interessante Impulse für Sie dabei gewesen. Details über angesprochene Aspekte, das One Minute Wonder Netzwerk und auch den von Herrn Krüger benannten Übersichtsartikel in Padua verlinke ich in der Beitragsseite vom Podcast, von dieser Podcast-Episode. Neuere Informationen und auch die bisherigen Folgen können Sie auf der Webseite des Podcasts unter pflegebildung.net einsehen. Und Sie finden diesen Videopodcast auch überall dort, wo man Videopodcasts herunterladen kann.
Ich würde mich freuen über Ihre Anmerkungen, Anregungen, Gedanken. Hinterlassen Sie doch einen Kommentar auf der Episodenseite unter pflegebildung.net. So, nun freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ihr Roland Brühe.